Sofort das Wort hat der Kollege Stefan Meyer für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr verehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen, ich möchte den Grünen wirklich noch einmal ausdrücklich dafür danken, dass sie diese Aktuelle Stunde beantragt haben, weil wirklich, und ich hoffe, dass möglichst viele Bürgerinnen und Bürger auch die Gelegenheit genutzt haben, dieser Aktuellen Stunde auch zu folgen, weil aus meiner Sicht in wunderbarer Weise im Rahmen dieser Aktuellen Stunde klar wird, wer auf der einen Seite wie die Linken und wie die Grünen für parteipolitischen Klamauk und für unanständige Agitation stehen und wer auf der anderen Seite, so wie wir, die CDU-CSU, für seriöse, verantwortungsbewusste Politik stehen. Und ich möchte, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, schon auch noch mal in aller Deutlichkeit sagen, Sie haben inflationär in Ihren Reden seitens der Opposition mit Vorwürfen der Lüge, der Unwahrheit um sich geworfen. Sie haben mehrmals den Vorwurf gemacht, dass durch den Bundesinnenminister, durch die CDU-CSU rassistische Ressentiments geschürt und bedient würden. Das ist unanständig, das ist infam und gegen das verwahre ich mich in aller Deutlichkeit. Und ich möchte, Frau Kollegin Görne-Eckardt, schon auch noch mal sagen, Sie haben in Ihrer Rede auch in unbotmäßiger Weise den Verfassungsschutz in Bausch und Bogen verunglimpft. Auch sowas tut man nicht. Hier arbeiten über 2000 Menschen tagtäglich für unser Wohl, für unsere Sicherheit. Und die über 2000 Mitarbeiter und Mitarbeiter des Bundesamtes für Verfassungsschutz so zu diskreditieren, das ist politisch unanständig. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, beim Thema Abschiebungen geht es weit mehr als um ärztliche Atteste. Und was in den Reden der Opposition auch klar wurde, Sie haben ein grundsätzliches Problem mit dem Rechtsvollzug im Aufenthaltsrecht. Weil zu einem ordnungsgemäßen Rechtsvollzug auch dazugehört, dass wenn ausreisepflichtige Personen freiwillig unser Land nicht verlassen, dass sie abgeschoben werden müssen. Und wer das negiert, negiert unser deutsches Recht. Und meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, es ist nun mal ein Faktum, dass in den letzten Monaten und Jahren Hunderttausende von Menschen in Deutschland vergeblich ohne Aussicht auf Erfolg einen Antrag auf Asyl oder auf Anerkennung des Flüchtlingsstatus gestellt haben und sie deshalb ausreisepflichtig sind. Wir haben derzeit in unserem Land ungefähr 230.000 ausreisepflichtige Personen. Und ich sage ganz bewusst ausreisepflichtige Personen. Es handelt sich hier nicht um Flüchtlinge, weil immer wieder behauptet wurde, der Bundesinnenminister hätte die Flüchtlinge diskreditiert. Es handelt sich eben nicht um Flüchtlinge, sondern es handelt sich um ausreisepflichtige Personen, die an sich unser Land verlassen müssen. Und das geschieht häufig nicht, weil es sowohl in rechtlicher Hinsicht als auch in praktischer Hinsicht Abschiebehindernisse gibt. Es fehlt häufig an der Rückkehrbereitschaft oder auch an der Rücknahmebereitschaft der jeweiligen Heimatländer. Und ich bin unserem Bundesinnenminister sehr dankbar, dass er Ende Februar, Anfang März in den drei Ländern, in Marokko, in Tunesien in Algerien war, um entsprechend auch bei den Regierungen dafür zu werben, dass sie besser mit uns kooperieren, dass sie schneller auch zur Identitätsfeststellung ihrer Staatsangehörigen beitragen und dass sie letzten Endes auch ihre Staatsangehörigen zurücknehmen. Ein herzliches Dankeschön an unseren Bundesinnenminister dafür. Und es gehört zur Wahrheit auch dazu, dass natürlich auch gesundheitliche Gründe in der Praxis häufig auch ein Abschiebehindernis sind. Und der eigentliche Skandal in dieser Angelegenheit ist die Ignoranz der Opposition gegenüber einem tatsächlichen politischen Problem. Das ist der eigentliche Skandal in dieser Angelegenheit. Mich würde mal interessieren, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, bei welchem Prozentsatz Sie tatsächlich von einem signifikanten politischen Problem sprechen würden. Ob bei 30, 40, 50, 60 oder 70%. Aber es ist doch anerkannt und es ist unstreitig, dass in einer signifikanten Größenordnung tatsächlich auch gesundheitliche Gründe ein Abschiebehindernis sind. Und ich erwarte von unserem Bundesinnenminister, dass er ein derartiges politisches Problem auch adressiert. Und deshalb hatte er recht, als er darauf hingewiesen hat, dass in der Praxis gesundheitliche Gründe häufig ein Abschiebehindernis sind. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, es gibt immer wieder auch Fälle von willfährigen und leichtfertigen Attesten. Und es war deshalb auch richtig, wir haben doch nicht ohne Grund gehandelt, dass wir im Asylpaket 2 festgeschrieben haben, dass es von nun an einer erhöhten Begründungspflicht bedarf, dass Ärzte nicht mehr nur lapidar die Reiseunfähigkeit feststellen dürfen wegen der Traumatisierung des Ausreisepflichtigen, sondern dass es einer substanzierten Begründung bedarf, dass dieses Attest auch zeitnah vorgelegt werden muss und dass auch der Umstand, dass im Heimatland nicht gleichwertige gesundheitliche Versorgungsbedingungen herrschen, dass dies kein Abschiebehindernis mehr ist. Das ist richtig. Hier hat die Große Koalition auf Druck der CDU-CSU gehandelt.
Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, es ist wirklich unbotmäßig und wirklich fragwürdig, wie Sie sich von den Grünen, aber auch von den Linken der Realität verweigern. Sie verharmlosen hier tatsächlich ein politisches Problem. Wir hatten im letzten Jahr 20.000 Abschiebungen bei, wie gesagt, 230.000 ausreisepflichtigen Personen. Tagtäglich werden es mehr. Und ich bin ja gespannt. Wir werden ja sehr bald auch wieder den Lackmustest machen können. Wenn am 8. Juli im Bundesrat das Gesetz zu den drei sicheren Herkunftsstaaten Marokko, Tunesien und Algerien zur Disposition steht. Sie von den Grünen fordern immer schnellere Verfahren. Sie können am 8. Juli ganz konkret mit dazu beitragen, dass, indem diese drei Länder als sichere Herkunftsstaaten deklariert werden, die Verfahren in Zukunft schneller werden. Dann kommt es zum Schwur, dann sind Sie gefordert. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Die Kollegin Andrea Lindholz aus der CDU-CSU.